Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum ersten Video zur Champions League in dieser Saison. Die Prognose geht gleich los. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Außerdem bedenkt, dass ich kein ausgebildeter Top-Kommentator bin. Dementsprechend sind Sprachfehler und irgendwelche mangelhaften Wortfindungen durchaus mal denkbar. Nebenbei habe ich auch noch Marseille gegen Frankfurt in der Euroleague prognostiziert. Damit geht es jetzt auch los. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen und danke fürs Reinschalten. Abertausende Frankfurt-Fans sind mit in den Süden von Frankreich gereist. Olympique Marseille bittet im Stade Vélodrome zum ersten Spieltag der Europa League. Und die Gastgeber in weiß gekleidet starteten hier richtig gut. Payet um ein Haar mit dem frühen 1:0. Kevin Trapp war dazwischen. Eintracht Frankfurt wagte immer wieder über Konter gefährliche Angriffe. Das ist dann Kostic. Überragender Ball und Nikolai Müller macht diese Hamburg-Ex-Hamburg-Kombination zu Ende. 21. Spielminute, es hätte kaum besser laufen können für Frankfurt. Doch Marseille hat in der letzten Europa-League-Saison gegen Leipzig gezeigt, dass sie hier zu Hause einiges noch drehen können. Das hier ist Sanson, der aber das 1:1 auf dem Schlappen hat, doch nicht vollenden kann. Kevin Trapp muss nicht eingreifen, es war eine sehr gute Partie. Es gab im ersten Durchgang nochmal eine Chance für Marseille. Payet wieder. Payet deutet da erst die Flanke an, dann kommt er aufs Tor, aber Kevin Trapp ist hellwach und lenkt den gerade noch so über die Latte. Frankfurt hatte mit diesem 1:0 einen wunden Punkt bei den Marseillais getroffen und jetzt konnten sie das auch wieder in die andere Hälfte rüberlegen und diesmal wäre es fast die Kombination der Ex-Hamburger in anderer Weise gewesen. Kostic von Müller bedient, trifft aber nur den Pfosten im zweiten Durchgang. Haller, Riesenmöglichkeit, früh hier auf 2:0 zu stellen und damit noch mehr Druck zu erzeugen. Wieder Haller und wieder fehlt ganz wenig. Das war auch einfach Pech ab einer gewissen Stelle. Und dennoch etwas mehr Coolness in dieser Situation, dann hätte es das 0:2 sein müssen. Jetzt kam Marseille wieder gefährlich. Ein Ball von Payet in die Spitze. Sanson, der zentrale Mittelfeldspieler, läuft relativ ungehindert durch und in der 71. Minute steht es 1:1. Frankfurt wurde durch die fahrlässige Chancenverwertung jetzt doch nochmal getroffen. Es gab nochmal eine Möglichkeit. Sebastian Haller und wieder scheitert der Franzose in seinem Heimatland. Hätte er so gerne getroffen, aber das war einfach Pech und heute ihm einfach nicht vergönnt. So endet diese Partie nicht unverdient mit 1:1. Frankfurt hätte sicherlich 3 Punkte mitnehmen können, aber als Auftakt in dieser Euroleague-Saison kann man damit sicherlich zufrieden sein. Brügge sehen und sterben, das sollte am heutigen Abend nicht das Motto für Borussia Dortmund im Jan-Breidel-Stadion werden. Und von Beginn an machten die Schwarz-Gelben klar, hier möchten sie die 3 Punkte mitnehmen und Thomas Delaney konnte bereits nach 2 Minuten das 1:0 erzielen. Besser hätte es nicht anfangen können. Da sieht der Keeper ein bisschen glücklos aus, aber war auch aus der Distanz schwer zu machen. Nur wenig später Wolf um ein Haar mit dem 2:0 hätte es hier machen müssen. Diesmal kann sich der Schlussmann der Brügger beweisen, aber Dortmund war weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Halbe Stunde jetzt knapp rum. Witzel auf Paco Alcácer, wieder Witzel und der macht das 0:2. Ha, genau 30 Minuten gespielt, der Gästeblock tobte und man stellte sich darauf ein, die ersten 3 Punkte direkt mitzunehmen nach Hause. Aber Brügge wachte dann auch auf vor der Pause. Das ist Dennis über die rechte Seite, bringt den Ball in die Mitte und Wesley schließt ab. 37. Brügge war wieder da, es stand 1:2. Noch vor der Pause dieser wichtige Treffer und es gab sogar noch die Möglichkeit zum 2:2 vorm Seitenwechsel. Super Ball auf Ritz, der aber nur den Pfosten trifft. Bittere Sache für Brügge. Im zweiten Durchgang wollte Dortmund wieder mehr Kontrolle herrschen und walten lassen und Piszczek machte das 3:1. 52. Spielminute, bereits das 4. Tor in dieser Partie. Es war einfach sensationell anzuschauen, weil Brügge auch immer wieder nach vorne spielte. Diesmal ist es Kulz, der zurücklegt und da ist Hans Warnakian in der 59. Minute. Schließt da wieder an und konnte jetzt Brügge mal den Ausgleich erzielen. Dortmund
vorne immer wieder aggressiv. Sie wollten sich auf dem Vorsprung nicht ausruhen und Mahmoud Dahoud machte den Belgiern wieder einen Strich durch die Rechnung. 4:2, knapp 20 Minuten vor dem Schluss, bedeutete aber noch nicht die Entscheidung, weil Akanji sich hier so einen Fehler geleistet hat. Forsten ist das. Forsten, weiter Weg, legt sich den Ball nochmal zurück, clever rübergelegt und dann verhindert Hitz den abermals brenzlichen Anschluss. Die Partie geht 4:2 aus für Borussia Dortmund. Das verdiente Resultat. Es war spektakulär. Für Lucien Favre sicherlich etwas zu spektakulär. Die 3 Punkte stehen aber für Borussia Dortmund da und das ist erstmal das Wichtigste. Eine spektakuläre Partie am ersten Spieltag der Champions League. Liverpool, Finalteilnehmer des letzten Jahres, trifft auf Paris Saint-Germain, ein Anwärter auf den Titel in dieser Saison. Das bewiesen sie hier von Anfang an. Das 1:0 von Adrien Rabiot, vorgelegt von Neymar in der 11. Spielminute. Super Start für die Gäste aus Frankreich. Und sie wollten noch einen drauflegen. Mbappé, super Pass. Diesmal auf Marquinhos, der Innenverteidiger, vorne unterwegs. Warum auch immer Di Maria das hier nicht ausnutzte. Super Vorlage und dann muss es natürlich das 2:0 sein. Der rechte Fuß ist nicht sein starker, aber trotzdem aus der Distanz muss er es machen. Klare Sache. Dann kam die Reds. Salah legt den Ball irgendwie zu Milner und er kommt zweimal an den Ball. Und spätestens der zweite hätte auch hier das zweite Tor bedeuten müssen. Diesmal das 1:1 möglich gewesen, aber er traf aus der Distanz das Tor nicht. Henderson vor der Pause nochmal. Milner, Roberto Firmino setzt sich da irgendwie durch. Und in der 45. macht der Ex-Hoffenheimer das Ausgleichstor, verdient zu diesem Zeitpunkt. Im zweiten Durchgang war es eine offene Partie. Auch Fehler in der Hintermannschaft von Paris. Jordan Henderson, Mo Salah mit dem rechten Fuß, der nicht sein stärkerer ist. Ganz knapp scheitert er hier in dieser Situation. Jürgen Klopp konnte sich ärgern, dass seine Mannschaft in der Phase, in der sie richtig stark war, nicht das 2:1 erzielten. Aber sie machten weiter. Mané diesmal, Areola, super Parade. Es sollte bis dato einfach nichts mit dem zweiten Treffer sein. Sie machten weiter und erzwangen es um ein Haar. Wieder Mo Salah. Diesmal muss er es machen mit seiner Qualität. Das ist etwas zu laissez-faire gespielt. Lupft den Ball rüber, auch wenn Areola schon dicht vor ihm stand. Der muss reingeschoben werden. Es gab nochmal die Möglichkeit. Nachspielzeit. Mané wird nicht richtig angegriffen. Und dann kommt da so ein Abschluss. Es sollte im Endeffekt nichts mehr sein mit dem 2:1. Liverpool und Paris trennen sich 1:1. Endlich mal wieder Champions League, werden sich die Schalker denken. Und der FC Porto war ein würdiger Gegner an diesem Abend in der Felddienstarena. Und die Portugiesen starteten herausragend in diese Partie. Viel Platz, den sie hier geboten bekommen. Otavio dann mit diesem überragenden Ball in die Spitze. Und Aboubakar scheitert aber an Ralf Fährmann, der da seine Mannschaft zusammenpauken, ein bisschen ordnet, aber was war da denn los? Das ging viel zu einfach. Ein Glück, dass es hier in der Frühphase der Partie noch nicht 0:1 stand. Und die orangenen Gäste wollten es weiter versuchen, mümmelten sich nicht hinten ein und Otavio muss hier das 1:0 machen. Es war lange überfällig. Zu diesem Zeitpunkt war Schalke komplett vor der Spur. Nicht so gut in die Bundesliga-Saison gestartet und dennoch kann man auch besser an diesem Spieltag auftreten. Wieder Otavio nochmal vor der Pause. Legt den Ball clever zurück. Noch einmal der Pass und Brahimi scheitert abermals an Ralf Fährmann. Der Einzige, der hier im ersten Durchgang sein Spiel auf den Platz brachte bis zu diesem Zeitpunkt. Dann gab es aber einen Konter. Uth macht den Ball clever fest. Auf Harit weitergeleitet. Der schnell zu Baba, dem linken Verteidiger. Alleine auf weiter Flur, bekommt keinen Druck. Und macht das 1:0. Abdulrahman Baba in der 37. Spielminute mit dem 1:0. Der erste gefährliche Torschuss führte direkt zur Führung des königsblauen S04. Und vor dem Pausenpfiff nochmal die Möglichkeit zum 2:0. Amine Harit fehlt ganz wenig. Casillas wäre wohl auch ansonsten ohne Chance gewesen. So ging es dann mit dem 1:0 in die Pause und man dachte, das Selbstvertrauen aus dem ersten Durchgang könnten die Schalker mitnehmen. Zunächst sah es wieder anders aus. Porto weiterhin lediglich im Abschluss glücklos. Ansonsten lieferten die Gäste hier eine richtig gute Partie ab. Fährmann war aber wieder mal auf der Hut und es ergaben sich Räume und Möglichkeiten, die man so von der Elf von Tedesco gar nicht kennt.
Und dennoch wollte es für Porto einfach nicht klappen mit dem Treffer. Die besten Möglichkeiten ließen sie hier aus. Auch das hätte schon das zweite, dritte oder vierte Tor sein können. Porto bestrafte Schalke nicht. Und dann gab es Räume am Ende. Brel, Donald, Embolo nochmal mit der Chance zum 2:0. Es wurde aber nicht mehr bestraft, dass er diese hundertprozentige Chance etwas überhastet vergab. Und somit gewinnt Schalke zum Auftakt des ersten Spieltages in die Champions League mit 1:0. Auch wenn es im Endeffekt schmeichelhaft ist, wird man damit herausragend und gut leben können. Champions League Premiere für die TSG aus Hoffenheim. Es ging nicht nach Donetsk, sondern ins Metallisstadion, wo Schachter ja die Heim-Auswärtsspiele austragen muss aufgrund politischer Querelen im Lande. Hier ging es um Fußball und Hoffenheim und die Elf von Julian Nagelsmann. Von Beginn an wollten sie hier gut mitspielen. Joel Linton mit dem ersten Torschuss mit dem Kopfball bringt der Piatow dem abgezockten Hasen aber nicht aus der Ruhe. Auf der anderen Seite Akpoguma warf sich auch rein. Es war eine umkämpfte Partie mit vielen Möglichkeiten, vielen Torraumszenen. Letztendlich fiel noch kein Treffer in diesen Situationen. Aber vor der Pause nochmal Donets. Tyson kann sich da viel zu einfach drehen und Alan Patrick trifft nur die Netzhalterung von außen. Es sollte also noch nicht sein mit dem Treffer. Schöne Aktion und Baumann muss nicht eingreifen. Vor der Pause nochmal eine Möglichkeit. Alan Patrick sehr, sehr bemüht und Baumann noch bemühter. Tolle Parade in der Situation, bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand, der jetzt mittlerweile auch schon verdient gewesen wäre und vor allem denkbar gewesen wäre. Zweiter Durchgang, Donets spielte weiter gut mit und wollte jetzt den Treffer machen und machte ihn auch. Tyson 59. 1:0 für Donets. Hoffenheim war etwas bedient, aber das war die absolut gerechte Führung und es kam noch wenig später heftiger für sie. Seri Krivtsov mit dem 2:0, 64. Man meinte jetzt, es wäre alles entschieden. Hoffenheim gab sich aber nicht auf und wollte unbedingt anschließen. Vielleicht noch irgendwie das Wunder schaffen. Joel Linton auf Adam Scholloy. Und das 2:1 gelang ihm dann auch. 74. Viertelstunde war noch zu spielen. Die Euphorie aus diesem Tor konnten sie aber nicht so recht mitnehmen. Stattdessen die Möglichkeit für Donets nochmal zum 3:1. Baumann passte auf, verhinderte die 2-Tore-Führung für Donets und dennoch ging in den letzten 5 Spielminuten, die noch übrig blieben, nichts mehr für die Sinsheimer. Hoffenheim verliert zum Auftakt mit 2:1 in der Champions League, konnten sich über weite Strecken gut schlagen, aber letztendlich waren sie in der Hintermannschaft etwas zu anfällig. Benfica Lissabon traf im Estadio da Luz auf den Rekordmeister aus Deutschland. Der FC Bayern München wollte mal wieder in der Champions League in der Gruppenphase alles sicher machen. Hier begannen aber die Portugiesen sehr gut. Die erste Möglichkeit und das erste Tor Ferreira, aber das wurde direkt mal zurückgepfiffen. Es war eine Abseitssituation. Wenn wir nochmal drauf schauen, werden wir uns auch Klarheit darüber verschaffen können, dass das alles so richtig gesehen war. Es war knapp, aber okay, das so zurückzupfeifen. Bayern tat sich schwer in dieser Partie, kam dann 10 Minuten knapp vor der Pause mal in den Strafraum. Serge Gnabry, Lewandowski, Thomas Müller mit der ersten Möglichkeit für Bayern, die gefährlich wurde. Und mit dem ersten Tor, 36. 1:0 für Bayern, da machten sie mal das, was sie auch in der Bundesliga so gut können. Einfach treffen und eiskalt sein, mit dem Gegner keine Gnade haben. Goretzka vor der Pause mit der Möglichkeit zum 2:0, das hätte es sein müssen. Und das hätte vor allem auch mehr Ruhe ins Spiel der Münchner gebracht. Die Elf von Niko Kovac wirkte nicht so ganz bei der Sache, wodurch es vor der Pause noch mal eine Möglichkeit gab. Haris Seferovic kann hier den Ausgleich erzielen, muss hier eigentlich den Ausgleich erzielen. Das ist stark gespielt. Boateng kommt nicht hinterher. Alaba wäre zu spät dran gewesen. Es stand aber zur Pause 0:1. In der Folge im zweiten Durchgang Möglichkeiten für Bayern zum Erhöhen. Aber auch das sollte irgendwie nicht sein. Serge Gnabry mit dem Abschluss etwas überhastet. Und dann ist es letztendlich eben nicht das 0:2, sondern weiterhin die offene Partie mit dem 0:1. Und dann wachten die Portugiesen auf. Sie schnupperten hier am Erfolg. Rafa auf Seferovic, klasse weitergeleitet. Eduardo Salvio scheitert. Erster Neuer schaltet am schnellsten und nutzt die Orientierungslosigkeit von Niklas Süle aus und macht den Ausgleichstreffer 20 Minuten vor dem Ende. Und Benfica Lissabon mit den Fans jetzt im Rücken kam sie hier besser weiter in der Partie voran. Das ist Ferreira auf Ruben Dias und Seferovic
hält den Fuß hin und schiebt ein. Keine Chance für Neuer. 76. Spielminute und jetzt stand Bayern München richtig unter Druck. In der Schlussphase nochmal das 2:2 zu erzwingen. Ribéry auf Boateng. Jardel schmiss sich rein. Hier in der Situation noch nicht der Ausgleich. Die Schlussoffensive war noch nicht vorbei. Es gab nochmal einen richtig dicken Bock hier von der Hintermannschaft von Benfica. Aber Goretzka kann es nicht ausnutzen und so endet diese Partie mit 2:1 für Lissabon. Das ist nicht verdient, aber Bayern war heute verwundbar über weite Strecken, nicht so ganz auf der Höhe. Und so verliert man dann bittererweise zum Auftakt mit 2:1. Real Madrid möchte auf die Titelverteidigung der Titelverteidigung nochmal eine Titelverteidigung draufsetzen. Jetzt kam AS Rom ins Estadio Santiago Bernabeu und wir konnten uns auf eine spannende Partie freuen. Real Madrid natürlich der Favorit. Hier in den weißen Trikots spielten gut auf. Von Beginn an machten sie mächtig Druck. Casemiro mit der ersten Möglichkeit nach gerade mal 3 Spielminuten. Aber Olsen warf sich auf den Ball und verhinderte das. Die Offensive von Real Madrid am Anfang richtig motiviert, hier einen Treffer zu machen. Luka Modric schabt hier ganz knapp am 1:0 vorbei. Casemiro liegt zurück. Modric hält den Fuß hin und Olsen wäre wohl ohne Chance gewesen. 11. Spielminute. Es war wirklich viel los und dann machen sie auch folgerichtig das 1:0. Das war zu dem Zeitpunkt schon hochverdient. Luka Modric, der Kroate, mit dem Treffer. Es gab in der Nations League zuletzt noch eine richtige Abreibung. 6:0 verlor Kroatien da gegen Spanien. Und das wollte er hier so nicht auf sich sitzen lassen. Man merkte Modric seine Motivation in dieser neuen Champions League Saison an durch den Weggang von Ronaldo. Logischerweise war er noch mehr im Fokus. Nsonsi verpasste hier aber dann das 1:1. Real Madrid vorne ziemlich gut, aber dann ließen sie hinten auch wieder einiges an Chancen zu. Der Franzose konnte hier nicht ausgleichen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Real Madrid versucht jetzt mehr zu verwalten und Gareth Bale scheitert hier erstmal an Olsen. Das 2:0 also noch nicht da. Und auf der anderen Seite dann ein Abwehrfehler. Schick übernimmt den Ball und Pastore mit dem Kopfball, aber der geht weit drüber, sodass keine Gefahr für Thibaut Courtois entstehen konnte. Und wenig später nochmal die Möglichkeit für AS Rom. Dzeko in der Schlussphase auf Kerstorp rübergelegt. Kolarov und der verzieht komplett. Es sollte auch nicht sein. AS Rom spielte am Ende nicht schlecht, aber Real Madrid war etwas zu abgezockt. Machte früh den Treffer, hätte es deutlich schon früher auch festlegen können mit diesem Sieg. So gewinnen sie knapp mit dem 1:0 am ersten Spieltag in der Champions League. So, das war die Prognose zur Champions League und ja, teilweise zur Europa League, sehr klein teilweise zur Europa League. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo auf jeden Fall freuen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Kürze mit Videos wieder zum nationalen Fußball, ansonsten auch zur Champions League. Bis dahin und ciao.